Morgen und herzlich willkommen zur fünften Etappe meiner Ems-Radtour-Videoreihe. Heute geht es von Haaren an der Ems Richtung Papenburg. Es wird wahrscheinlich die vorletzte Etappe dieser Radtour sein. Nochmal herzlich willkommen und viel Spaß beim Zuschauen. Nach dem Frühstück im Golfpark Gut Düneburg geht es los. Erster Stopp im Mühlenmuseum von Haaren an der Ems. Die Meersmühle. Die Meersmühle, ein schindelgedeckter Wall- und Durchfahrtsholländer, bildet heute den Mittelpunkt des Mühlenmuseums Haaren. Ihr Name lässt sich von der Wahl ihres Standortes, dem Meersbach, ableiten, an dessen Einmündung das Gebäude um 1825 errichtet wurde. Dabei handelte es sich um einen historischen Mühlenstandort, denn bereits im 16. Jahrhundert konnten hier eine Wind- und eine Wassermühle erstmals urkundlich nachgewiesen werden. Heute ist die Kappenwindmühle die letzte einer ehemals beachtlichen Anzahl von insgesamt 7 Wind- und 2 Wassermühlen in Haaren an der Ems. Nachdem die Meersmühle im Jahr 1945 mit einem Elektromotor ausgestattet wurde, der die Leistungsfähigkeit des Gebäudes auch bei Windstille gewährleisten sollte, arbeitete sie auf diese Weise noch bis 1953, verfiel dann aber nach und nach. Die Bemühungen waren von Erfolg gekrönt, als die Stadt Haaren an der Ems das Bauwerk 1976 erwerben konnte und bis zum Sommer 1980 einer kompletten Renovierung unterzog, im Zuge derer auch die Funktionsfähigkeit der Meersmühle wiederhergestellt wurde. Der Bauerngarten. Ein Stückchen Land, auf dem Gemüse und Kräuter zur Selbstversorgung angebaut wurden, fand sich in unmittelbarer Nähe von Bauernhöfen schon immer. Selbst die Germanen kultivierten bereits wichtige Heilpflanzen und essbare Nutzpflanzen innerhalb der Einfriedungen ihrer Siedlungen. Es wurden Pflanzen angebaut, die zum Leben benötigt wurden. Manche wie Bärlauch, Wermut und Beifuß wurden aus der Natur entnommen, andere wie Lavendel, Rosmarin und Salbei wurden durch die Römer eingeführt.
19 Uhr unterwegs zwischen Haaren an der Ems und Laten. Hier jetzt auf diesem Abschnitt am Ufer des Dortmund-Ems-Kanals. Die Sonne scheint ein bisschen. Es ist ideal zum Radeln. In Laten und Umgebung kann man die unverwechselbare Landschaft per Rad erleben, vorbei an alten Bauernhäusern, durch Wälder, Wiesen, Moor und Heide. In der Mitte des Niederlangener Ortskerns befindet sich das Bürgerhaus Alte Schule. Über 700 Puppen aus der Zeit um etwa 1850-60 bis 1960 wecken in Ullis Puppenstube Kindheitserinnerungen. Von Laten aus ist ein Abstecher möglich zur alten Teststrecke des Transrapid, einer Magnetschwebebahn, die mal gebaut werden sollte, die hier erprobt wurde. Das Projekt ist aber eingestellt worden. Ja, und hier stehe ich auf dem alten Gelände und direkt neben mir dann so ein Teilstück der Schiene. Die Transrapid-Versuchsanlage Emsland. Mit der Transrapid-Versuchsanlage Emsland besaß Deutschland einst die weltweit größte Teststrecke für Magnetbahnfahrzeuge mit einer Gesamtlänge von 31,5 Kilometern.
Hier wurde unter anwendungsnahen Bedingungen die Transrapid-Technologie im Versuchs- und Dauerbetrieb getestet und ihre Funktionsfähigkeit der Öffentlichkeit demonstriert.
What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Zu Mittag gegessen habe ich im Café Bistro Panorama in Aschendorf. Gut Altenkamp. Papenburg. Die Stadt der Schiffbauer und Seefahrer lädt ein zu einer Reise durch Tradition und Moderne. Es ist 14 Uhr, ich bin in Papenburg eingetroffen und befinde mich hier bereits am Werfthafen der Meyerwerft. Hier auf der Meyerwerft entstehen große Kreuzfahrtschiffe für die großen Kreuzfahrtkonzerne der Welt. Hinter mir liegt gerade die Carnival Jubilee für Carnival Cruise Line, nach wie vor in Bau von der Meyerwerft. In einigen Wochen dürfte die Überführung dieses Kreuzfahrtschiffs, der Carnival Jubilee, über die Ems erfolgen. Wie so etwas aussieht, das zeige ich euch mal in einem Video, das ich hier oben verlinke. Zahlreiche weitere Attraktionen wie zum Beispiel der Papenburger Zeitspeicher, die von Fehlen Museumsanlage oder das herrschaftliche Gut Altenkamp laden Gäste und Besucher zum Staunen und Entdecken ein.
Meyers Mühle. Rund 50 Jahre nach dem Abriss von Flügeln und Galerie konnte die Außensanierung von Meyers Mühle, einem dreistöckigen Galerieholländer, im August 2000 zur Papenburger Blumenschau abgeschlossen werden. 1888 hatte H.G. Vosberg die Mühle errichten lassen, mit einer für damalige Verhältnisse überaus modernen Einrichtung. So verfügte Meyers Mühle beispielsweise über sogenannte Walzenstühle, mit denen das Mehl im Gegensatz zur üblichen Herstellungsmethode nicht zerrissen, sondern zerrieben wurde. Als klude Einrichtung galt jedoch die Ausstattung mit einer Dampfmühle, die bei Windstille zum Schroten von Korn zum Einsatz kam. Nach dem Zweiten Weltkrieg verrottete Meyers Mühle nach und nach, sodass Ende der 40er Jahre schließlich Flügel und Galerie abmontiert wurden. Lange Zeit stand am Papenburger Untenende nur noch ein Mühlentorso, bis die Stadt Papenburg das Gebäude im Jahr 1998 mit dem Ziel einer grundlegenden Restaurierung erwarb. Die Pfarrkirche St. Antonius zu Papenburg. Die Katharina von Papenburg. Ein Schoner, also ein schnelles Frachtschiff des 18. und 19. Jahrhunderts. Sie war unterwegs in den europäischen Seegebieten und beförderte Massengüter wie Holz, Salz, Kohle, Getreide und so weiter. Die Katharina von Papenburg hat eine Länge von 19,75 Metern und eine Breite von 5,21 Metern. Sowie eine Segelfläche von 275,18 Quadratmetern. Schiffe dieser Art wurden einst in großer Stückzahl auf Papenburger Werften gebaut. Die Bockwindmühle in Papenburg. Mit der aus dem Jahr 1709 stammenden Bockwindmühle ist die älteste Windmühle des Emslandes in Papenburg beheimatet. Ursprünglich jedoch hatte das Baudenkmal seinen Platz im emsländischen Niederlangen bei Laaten. Im Jahr 1965 kaufte die Stadt Papenburg das Gebäude dann als Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg zerstörte baugleiche Mauersmühle auf und ließ es an die Wieg versetzen. Gemeinsam mit dem Galerieholländer Meyers Mühle ist die Bockwindmühle heute eine von ehemals 6 Windmühlen in Papenburg. Eingecheckt im Hotel Friedrich Freiherr von Schwarzenberg im Arkadenhaus in Papenburg.
We'll be right back.